Hi, heute reden wir mal über Bonsai und Geduld. Was hat Bonsai mit Geduld zu tun? Bonsai hat mit Geduld ganz viel zu tun. Geduld ist im Hobby Bonsai ein ganz wichtiger Faktor. Was hat das jetzt hier mit der kleinen Kastanie zu tun? Das klären wir jetzt. Die kleine Kastanie, früher wäre ich jetzt hergegangen, wo ich noch, sagen wir so, Bonsai-Anfänger war oder in meinen Anfängen, wäre ich jetzt hergegangen und hätte die Kastanie jetzt in eine Schale gesetzt. Ich meine, die sitzt jetzt im Topf, die habe ich von Arbeit mitgebracht. Aber was mache ich jetzt mit der Kastanie? Was würde jetzt passieren, wenn ich die Kastanie jetzt in die Schale setzen würde? Die würde in 3, 4 Jahren mindestens, vielleicht, wenn die noch, genauso dick sein. Also es wäre, wie gesagt, es wäre absolut falsch. Sagen wir mal falsch, nie, aber es wäre falsch. Weil die Kastanie würde nie richtig wachsen können. Und deswegen, die kleine Kastanie geht jetzt ins Feld. Und das ist so eine zum Beispiel schon eine Sache, wo ich sage, okay, Feld ist, klingt ja blöd, jetzt muss ich das Ding ins Feld pflanzen und sehe aber von dem Ding nichts. Das ist aber, wie gesagt, ganz wichtig, weil in dem Feld wächst die. Und da wächst die wie verrückt. Und die macht im Jahr, ich will nie übertreiben, aber im Jahr vielleicht 1 bis 1,5 Zentimeter. Wenn sie richtig gedüngt wird und alles und wenn sie auch Wasser kriegt. Und das ist, wie gesagt, so eine Sache zur Kastanie. Das ist meine kleine Bergulme, die hat man schon mal in einem Video, vor 2 Videos oder was, habe ich die mal zurückgeschnitten. Und das ist so ein Fall von einem Baum, der in einer Schale ist. Die Bergulme ist jetzt geschätzt, ich habe die jetzt seit locker 11 Jahren. Blende euch da nochmal ein Bild ein, wo ich sie gekauft habe als Jungpflanze. Und im Endeffekt, es ist nicht mal, ja, sagen wir mal so, 1,5 Zentimeter ist er vielleicht dicker geworden oder sowas. Aber das ist so ein Fall, das ist in Ordnung, das ist okay. Das kann man mal machen. Und ich wollte ja von vornherein die Bergulme als kleinen Baum haben. Wenn ihr jetzt sagt, ihr macht einen kleinen Show-in, dann ist das völlig okay, wenn man einen Baum in die Schale pflanzt. Und wenn man sagt, okay, ich will jetzt sofort den Baum in der Schale haben, dann ist das so. Dann ist es aber so, man darf nie denken, dass man, wenn man den Baum in die Schale setzt, dass da ein riesen Bonsai draus wird. Also das muss man sich ein bisschen vor Augen halten, dass das nie ein großer Baum wird. Aber wie gesagt, hier bin ich mit der Entwicklung eigentlich ganz zufrieden. Und ich zeige euch jetzt gleich noch ein anderes Beispiel. So, das ist zum Beispiel ein kleiner Fächerahorn. Also der ist, ich will nicht sagen, in 2 Jahre älter wird er nie sein. Der ist gerade mal 3 mm stark. Und den habe ich auch von Arbeit. Hier habe ich es anders gemacht. Hier habe ich Folgendes gemacht. Hier habe ich den mit Absicht in eine flache Schale gesetzt, weil ich erstmal anfangen will mit dem Wurzelballen. Das ist auch wichtig, mit was ihr anfangt. Also ihr solltet euch immer bei Bonsai bewusst sein, okay, der Wurzelballen sollte immer am Anfang stehen. Immer am Anfang der Gestaltung sollten die Wurzeln kommen. Was hier oben ist, das ist alles Zukunftsmusik. Das ist auch zum Beispiel so eine Geduldssache. Früher hätte ich den Baum sofort hier abgeschnitten, hätte gesagt, okay, hey, ich muss schneiden. Jetzt weiß ich, okay, ich lasse ihn wachsen. Was passiert? Wird automatisch dicker. Natürlich, klar, jetzt irgendwann wird er dann geschnitten und er kriegt dann irgendwann seine gewisse Grundform. Aber auf jeden Fall, was auf jeden Fall passieren muss, er muss in den größeren Topf oder ins Beet oder ins Feld oder irgendwo hin, wo er Masse machen kann, wo er Wurzeln machen kann. Ist natürlich auch immer so eine Sache mit dem Feld. Man muss immer aufpassen, man muss natürlich die Wurzeln im Auge behalten. Man darf nicht sagen, man setzt den jetzt für 5 Jahre ins Feld. Dann passiert nämlich Folgendes, dann haben wir nämlich Riesenwurzeln. Das ist dann auch nicht schön. Man muss ja immer die Wurzeln auch mal ein bisschen kontrollieren. Aber wie gesagt, ich will auf jeden Fall nochmal nächstes Jahr so eine Reihe starten, wo man dann mit so einem Ding, am Ende kann man den sogar nehmen, wo man dann von Anfang an anfangen, dass man sagt, man macht mal einen Bonsai zusammen. Dass man wirklich sagt, okay, wir begleiten einen Bonsai Jahr für Jahr miteinander. Jetzt will ich auf jeden Fall nochmal zu dem Thema Geduld zurückkommen. Und will euch mal ein paar Sachen zeigen, was meine persönlichen Rückschläge waren, warum ich auch der Grund, warum ich das Video gemacht habe. Ich habe, wie gesagt, einige Bilder
euch mal, die mache ich, blende ich euch jetzt gleich nachher ein. Da seht ihr mal ein paar Bäume, die ich verloren habe, weil ich einfach zu ungeduldig war, weil ich zu viel wollte, weil ich zu schnell gestaltet habe oder in eben gleichen Jahr gestaltet und umgetopft habe. Und das sind so Sachen, die sind mir oft passiert, muss ich ganz ehrlich zugeben. Und das waren Sachen, die waren wirklich schade. Also das habe ich mich wirklich geärgert, weil ich einfach bei manchen Bäumen zu viel wollte, habe umgetopft, gleich gedrahtet und alles. Und da sind wirklich ein paar Bäume dabei gewesen, die um die tut es mir richtig leid. Also, aber ich blende euch mal ein paar Bilder ein. Und da könnt ihr euch das selber mal angucken. Ich bin da ganz ehrlich, ich mache da auch keinen Hehl draus, was mir so für Bäume eingegangen sind. Und es waren wirklich viel. Ich habe viel, wirklich früher viele Bäume kaputt gemacht. Das hier ist zum Beispiel ein Baum. Das ist mit einer, für mich persönlich, einer mit der wertvollsten Bäume, die ich habe. Das sieht jetzt, wenn ihr das jetzt so seht, ihr werdet jetzt denken, okay, was ist denn das? Das ist ja jetzt kein schöner Bonsai oder sowas. Aber das ist für mich der wertvollste Baum, den ich fast habe, weil er für mich eine ganz persönliche Bedeutung hat. Den habe ich damals von dem Bonsai-Lehrer gekriegt, wo ich gelernt habe, wo ich quasi das Bonsai-Hobby gelernt habe, bei dem ich immer war. Von denen habe ich den Baum gekriegt und also den hat meine Tochter gekriegt. Meine Tochter war damals immer mit. Dort hat immer, während ich dort mit den anderen gequatscht habe, hat sie dann immer an Bonsais geschnitten und den Buchsbaum, den kleinen, hat sie damals geschenkt gekriegt. Und das sind solche Sachen, den halte ich in Ehren. Und das solltet ihr auch machen. Also das ist ganz wichtig. Man muss auf jeden Fall, was auch bei Bonsai ganz wichtig ist, man muss seinen eigenen Baum lieben. Man muss wirklich sagen, okay, das ist jetzt mein Baum und der ist mir jetzt ganz viel wert. Und man soll sich auch nicht einreden lassen, okay, der sieht jetzt scheiße aus oder sowas. Nee, das, jeder Baum wird irgendwann schön. Grundsätzlich ist es so, wenn jetzt jemand sagt, okay, Bonsai, ich bin nie so geduldig und möchte da nie so ewig drauf warten. Was auf jeden Fall immer eine Methode ist oder eine Stilform oder in, wenn man jetzt einen kleinen Baum hat oder sowas, kann man auch kleine Bäume gestalten, wie zum Beispiel das hier. Das ist jetzt ein sogenannter Marmelbonsai, der ist unter 10 cm. Das ist so ein kleiner Lunizerer. Kann man machen, Show-In zum Beispiel kann man machen. Man kann aber auch Bäume aus anderen Sachen gewinnen, wenn man jetzt sagt, okay, ich will jetzt einen schönen Wurzelansatz haben, dann kann man zum Beispiel sagen, man nimmt irgendwo einen Strauch und tut sich was abmoosen. Das ist aber wieder, wie gesagt, als Anfänger kann man jetzt nie, ist man mit dem Abmoosen noch nie so weit, dass man das unbedingt beherrscht. Aber auf jeden Fall, das sind so, wenn jetzt jemand sagt, okay, ich kann jetzt nie aus dem Sämling mir einen Bonsai ziehen, weil ich entweder die Zeit nicht mehr habe oder es gibt ja auch ältere Leute, die mit Bonsai anfangen, aber das wären dann solche Methoden, dass man sagt, man moost was ab oder sowas. Und was ich auch noch in dem Video mit einbringen wollte, das ist so ein, ist auch so ein Geduldsthema. Also passt jetzt zur Geduld nie mit rein, aber zum Beispiel, das sind die, das ist zum Beispiel die Zimmerbonsai. Da möchte ich euch noch drum bitten, wenn ihr mit den Zimmerbonsai aus dem Baumarkt oder so wirklich mal einen Rückschlag hattet, dann lasst euch davon nie entmutigen und kauft euch im Fachhandel vielleicht in Outdoor-Bonsai oder in Bonsai für draußen. Oder kauft euch einen Fikus, der hält auf jeden Fall im Zimmer. Aber das ist halt meistens, ich lese es oft bei Facebook und so, dass viele sagen, ah, Zimmerbonsai, die gehen ein und gehen kaputt. Lasst euch da nie entmutigen, macht einfach weiter. Denn als abschließendes Wort kann ich immer nur sagen, es wird aus jedem kleinen Steckling irgendwann ein schöner Baum. Das ist jetzt eine kleine Azalee. Und selbst der hat schon geblüht und hat mich erfreut. Also wie gesagt, lasst euch nie ermutigen, macht weiter, habt Spaß am Hobby. Bis zum nächsten Mal. Ciao.